the lesser fight. My body aches to be satisfied. Hallo Freunde, es ist 5.30 Uhr, wir haben es doch nicht mehr geschafft, am Freitagabend loszufahren, weil wir beide jetzt einfach zu müde waren. Jetzt geht es auf jeden Fall los auf die kleine Reise, die ich euch versprochen habe im letzten Video. Und ich wünsche euch viel Spaß, ich sage noch nicht, wo es hingeht, seid gespannt. Ja Freunde, wir sind jetzt gute 3 Stunden unterwegs. Julie ist heute mal gefahren, den Anfang, weil ich noch das Video geschnitten habe für Sonntag. Heute Nacht und ja, kam ein bisschen später zum Schlafen. Jetzt sind wir bei der Goldene Möwe und werden mal ein bisschen was frühstücken. Und dann geht's einfach weiter. Wir haben noch gute 6,5 Stunden Fahrt vor uns. Und dann werdet ihr auch erfahren, wo wir überhaupt landen. So, nochmal einen kleinen Fahrerwechsel. Julie macht sozusagen noch bis zum Anfang des Ziels. Und dann fahre ich rein, weil damit ich dann ein bisschen in der Stadt fahre. Und ja, jetzt gehen wir noch mal kurz einmal auf Toilette und dann kann ich während der Fahrt auch noch mal ein paar schöne Shots vielleicht machen von der Fahrt. Das habe ich ja jetzt noch gar nicht gemacht, ich habe nur gesabbelt, aber dann kriegen wir vielleicht noch mal ein paar schöne Bilder hin. Jetzt haben wir es doch noch geschafft, in Stau zu kommen. Ja Leute, wie ihr vielleicht unschwer erkennen könnt, wir sind in Frankreich. Das ist unser erstes Mal hier in Frankreich, auch wenn das Intro gesagt hat, wir waren da schon, waren wir noch nicht da, aber der Plan war einfach da und deswegen, ja, sind wir jetzt da, wir sind in Paris und ich möchte euch natürlich mitnehmen. Morgen gibt es noch ein paar schöne Bilder, natürlich mal ein bisschen besser belichtet als dieses jetzt hier und wir genießen jetzt den Abend noch und ich wünsche euch viel Spaß noch weiterhin bei dem Vlog. Guten Morgen Freunde, so wie versprochen geht es heute jetzt weiter. Wir haben gestern noch einen schönen Abend verbracht, unterm Eiffelturm quasi. Und ja, wir sind auf dem Campingplatz, Camping Indigo nennt sich das. Das ist jetzt so ungefähr 12 Minuten oder 15 Minuten, sagen wir mal, mit ein bisschen Verkehr von dem Eiffelturm entfernt. Wunderschön, wir sind zwar direkt hier an der Straße, aber wenn ihr Glück habt oder wollt, dann könnt ihr auch einen ganz anderen Platz hinten irgendwie bekommen, bestimmt, schätze ich mal. Und jetzt, in der Saison, wo wir hier sind, ist es echt wirklich nicht teuer. Es ist ein 4-Sterne-Campingplatz. Wir zahlen jetzt 14 Euro die Nacht pro Person, also 28 Euro halt. Allerdings muss ich dazu sagen, ohne Strom. Strom kostet nochmal 5,60 Euro oder so. Das ist der ganze Plan von dem Campingplatz. Und wir stehen jetzt genau hier. Und man kann sich halt ja, ein bisschen was aussuchen noch. Also man hat noch Chancen. So sieht das Ganze jetzt hier bei uns aus. Julie liegt noch ein bisschen im Bett. Bett ist gemacht noch aufgebaut. Also wir konnten beide gut schlafen. Wir haben die Standheizung nicht mal angemacht, weil wir sind eigentlich ja abgehärtet und es waren gestern Abend noch 8 Grad. Und heute Nacht ging es auch. Also Julia hat noch einen Schlafsack benutzt. Also sie ist noch in den Schlafsack rein und dann unter die Bettdecke. Ich habe nur die Bettdecke gehabt. Und deswegen kann ich euch davon jetzt heute noch nicht viel erzählen. Ich hoffe, das passiert die Tage noch. Und ja, wir frühstücken jetzt erstmal schön was und dann geht's wieder Richtung Eiffelturm, mal gucken, also irgendwie nochmal wieder in die Stadt, weil wir uns noch ein bisschen umgucken wollen. Also noch weiterhin viel Spaß und jetzt heute gibt's mal ein paar Eindrücke von der Stadt. So, jetzt sitze ich hier am Café des Campingplatzes, hier übrigens freies WLAN und muss mein Video jetzt nochmal uploaden vom Sonntag, weil da ist irgendwas schief gegangen und ihr sollt natürlich das Video sehen können und in eurer Abo-Box finden können und das hat wohl nicht so ganz funktioniert. Und das mache ich jetzt nochmal gerade für euch. Auch mal ganz interessant vielleicht, dass ich mich hier jetzt so drum kümmere, dass es online kommt, damit ihr euch das schön anschauen könnt.
Sauber, damit kann man richtig was reißen. 3,77 Kilobyte pro Sekunde. Das kann ich also knicken, hier mein Video hochzuladen. Ja, dann scheint es heute oder zumindest jetzt kein Video zu geben, weil die haben den Upload wirklich anscheinend ganz begrenzt. Also wenn ich einen Speedtest mache, kriege ich gar keine Uploadzeit bzw. gar keine Uploadrate rein. Ja, Freunde, es tut mir leid, falls ihr das dann sehen solltet, dann wisst ihr auf jeden Fall, woran es gelegen hat. So, wir haben jetzt einen ganz hervorragenden Parkplatz gefunden. Ihr müsst hier einfach mega dreist sein, was den Verkehr angeht, ist mir aufgefallen. Also die fahren hier wie die letzten Säue. Da hinten ist der Eiffelturm jetzt. Genau da. Und wir stehen halt hier und werden jetzt mal ein bisschen was zu essen suchen, beziehungsweise was zum Frühstücken suchen. Und jetzt die versprochenen Bilder. Gurken? Ja. So, nach der kleinen Wanderung wird jetzt erstmal schön gefrühstückt. So sieht das Ganze dann aus, wenn das mit Tisch ist. Und für uns ist es ja auch genau so jetzt das allererste Mal, dass wir unterwegs sind. Und wir freuen uns auf jeden Fall drauf. Und gleich geht es nochmal auf den Eiffelturm. Knappe Sache. Jetzt fährt sie wieder andersrum. Ich glaub das nicht. Was tut sie? Ich weiß es nicht. My weakness comes and goes. I'm reaching out for the easy high. Please fortify this strength of mine. My weakness comes and goes. My weakness comes and goes. Beiden das erste Mal auf dem Eiffelturm, noch nicht ganz oben drauf. Wir haben ein Ticket für ganz oben genommen und gleich werden wir dann noch mal ganz nach oben fahren. Auf jeden Fall die Aussicht schon mal echt schön. Wir können fast den Bus sehen, also natürlich nicht realistisch, aber wir wissen, wo er steht und freuen uns jetzt auf ganz oben. So Freunde, wir haben schon wieder den nächsten Tag. Ich wollte gestern Abend in der Dunkelheit nicht mehr filmen. So sieht das dann aus, wenn Frauchen Frühstück ans Bett bekommt hier im Bus. Und ja, ich würde sagen, damit beenden wir auch mal den Vlog, weil sonst würde der ewig gehen. Ich glaube, er ist schon echt lang. Heute gehen wir noch mal ein paar Sehenswürdigkeiten anschauen und da nehme ich euch natürlich auch wieder mit. Allerdings seht ihr das dann im nächsten Vlog, also bleibt auf jeden Fall dran. Wenn euch das hier gefallen hat, gebt gerne einen Daumen nach oben und ich hoffe, wir sehen uns dann im nächsten Vlog wieder. Also, haut rein!